Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Ich wollte heute Danke sagen. Danke, 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 danke. Halt so, wie geht das? Keine Ahnung, ihr wisst schon. Es ist einfach überwältigend, wie viele super nette Nachrichten ich immer wieder bekomme. Und ja, also es erwärmt mein Herz ständig. Vielen, vielen Dank. Und dieses Video widme ich meinen lieben Zuschauern, die wirklich die wunderschönsten Kommentare mir schreiben können. Wirklich Wahnsinn, Mashallah. Und zuerst wollte ich wieder ein Hater-Video machen. Da dachte ich mir, wieso soll ich mir immer die negative Energie verschwenden auf die Hater, die nur ein paar Prozent ausmachen, vielleicht 2%, 3%, keine Ahnung, und die mit ihrem Daumen nach unten, interessiert mich nicht. Leute, ihr müsst ja positiv denken, ne? Aus jedem Mist macht man Dünger. Und es ist so, sogar ein Daumen nach oben oder ein negativer Komment lässt einen besser in den Suchmaschinen finden. Gibt einer in Google nochmal zur Verständigung, ne? Ägypten ein oder Nil zum Beispiel, kommen sofort meine Videos. Und jeder Daumen nach unten pusht meinen Kanal zu den Suchmaschinen, ne? Also macht ruhig weiter, Hater. Also ihr pusht mich ja dennoch. Wenn ihr mich nicht pushen wollt, dann macht einfach keine Kommentare und keinen Daumen nach unten. Dann, wenn ihr mich ignoriert, dann passiert auch nichts. Mal kurz als kleine Info. Und wenn ihr weiterklickt, also wenn ich jemanden nicht pushen will, dann reagiere ich gar nicht. Oder wenn es mich ein Video aufregt, klicke ich weiter, weil ich tue mich nicht mit negativen Energien. Vor allem, wenn ich ja einen Daumen nach unten mache, dann reg ich mich ja auch auf. Oh, das war jetzt ein Mist. Und dann will ich dem was Schlechtes. Und was passiert, wenn ich jemandem was Schlechtes will? Ich krieg auch wieder Schlechtes zurück. Ganz einfaches Gesetz. Willst du jemandem was Gutes, hilfst du jemandem, kriegst du was Gutes zurück. Und wenn man so lebt, ist alles positiv. Dann funktioniert auch das Leben. Man muss es nur wissen. Genauso, die ganzen lieben Kommentare, die lassen mich ja psychisch und innerlich wachsen. Ich habe so gute Laune, wenn ich morgens aufstehe und mir meine Kommentare durchlese. Ich krieg ja täglich welche, ne? In Instagram, in den Kommentaren bei YouTube habe ich jetzt auch einen rausgenommen. E-Mail bei der Deutschen am Nil Nachrichten, meine Nachrichten selbst, ne, bei Facebook. Ich bin so glücklich. Ich gucke mir keine Nachrichten mehr an, weil ich werde da eh nur negativ. Ihr wisst, klar gehört es zur Allgemeinbildung. Da hatten wir nämlich auch wieder eine Diskussion mit einer Dame und sie hat auch aufgehört, Nachrichten zu schauen. Und ihr Vater hatte gesagt, das ist dumm, das gehört zur Allgemeinbildung. Aber früher waren die Nachrichten noch authentisch. Heutzutage sind sie gefaked und nicht alle Nachrichten sind wirklich glaubenswert. Von dem her, also ich informiere mich fast kaum noch. Vielleicht ist es naiv für manche, aber hey, meine Haut ist schöner, ich habe nicht diese Falten. Schon wieder passiert es. Oh nein, oh nein. Ich tue mich einfach mit den positiven Dingen beschäftigen und ja, da lebt man einfach besser. Es ist ja auch bewiesen, ne? Es gab ja eine Studie, die hat ge gesagt, wenn man morgens aufsteht und in den Spiegel guckt und richtig miese Laune hat, einfach die Mundwinkel nach oben zwingen, sieht zwar mies aus, ne? Wie auch immer, aber dann signalisiert man dem Hirn, ich habe gute Laune und dann startet man schon besser in den Tag. Es funktioniert wirklich. Also wie gesagt, immer positiv denken. Vielen Dank an die positiven Menschen, die unter meine Videos tolle Kommentare hinterlassen und die mich auch ja, einfach jeden Tag zum Strahlen bringen. Und mein Mann auch, der sagt immer, Kelem Gamil, Kelem Gamil. Wunderschöne Worte, ne? Wenn er das immer sagt, ne? Wenn ich ihm das vorlese und dann übersetzt, Kelem Gamil, Mashallah. Tolle Leute, super Menschen. Also wir erfreuen uns an euren Kommentaren tagtäglich und vielen herzlichen Dank. Ich habe jetzt für euch die Kommentare mal eingeblendet, dass ihr mal, ja, so einen kleinen Ausschnitt habe ich jetzt natürlich, kann ich jetzt nicht alle raussuchen und hier so eine kleine Einheit, viel ist von Instagram, weil ich da schnell die Screenshots machen kann. Schaut einfach mal. Es ist einfach, ja, wunderschön. Und von jeder Kategorie ist es von. Jeder Mensch schreibt mir was, ob es jetzt ein Christ ist, ob es jemand ist, der mir dankt wegen Betsy. Es ist wirklich wunderschön. Und einfach dieser Kanal macht so viele Menschen glücklich. Ich möchte einfach mal auch Danke sagen bei YouTube. Wir haben über die 4000, die 4K haben wir geknackt. Alhamdulillah. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden und dankbar. Mashallah. Vielen, vielen Dank. Masselem. Liebe Khadija, ich bin gerade in Safaga und mache hier Urlaub.
Ich denke oft an dich, weil du mir durch deine Videos so viel beigebracht hast. Und wenn die Ägypter staunen, wenn man so viel weiß. Sie fragen immer, woher ich das weiß, dann mache ich immer Werbung für dich. Kenia ist leider zu weit, sonst hätte ich dich um ein Treffen gebeten. Aber ich habe eine ägyptische Nummer, vielleicht können wir ja mal telefonieren, falls dir das nicht zu so crazy ist. Liebe Grüße aus Safaga, meine Liebe. Assalamu alaikum, Khadija, meine Schwester im Islam. Ich bewundere dich und danke dir für alles. Ich bin 20 und aus der Schweiz und mein Mann ist 40 und wohnt auch in der Schweiz und ist Ägypter. Vor 3 Monaten habe ich konvertiert zum Islam. Ich danke dir für deine Videos und Beiträge. Du hast mir so geholfen. Vielen Dank. Ich danke dir für alles. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich wollte dir mal Danke sagen für deine schönen Videos auf YouTube. Du warst einer meiner ersten Kontakte mit Islam nach Jahren, bei denen ich nicht komplett abgeneigt war und somit ein Wegbereiter für meinen Weg zum Islam. Ich liebe deine Videos und man kann so unglaublich viel lernen. Jazakillahu khairan. Alhamdulillah. Dankeschön, Habibti. Wunderschön. Hallo liebe Khadija, ich liebe deine Videos, habe dich für ungefähr entdeckt und ich finde dich super. Mit dem Islam habe ich zwar nichts zu tun, ich bin Christin, aber das ist Wurst. Sympathisch bist du und was ich total schätze, ist deine Ehrlichkeit und wie du zu deinen Schwächen stehst. Super Eigenschaft. Bleib so, wie du bist und bitte niemals mit Videos aufhören. Liebe Grüße. Salamu alaikum, liebe Khadija. Ich dachte, ich schreibe dich mal an. Ich habe dich während Ramadan entdeckt, gerade als ich am Fasten war. Alhamdulillah. Und seitdem habe ich schon sehr viele Videos weiterhin von dir geguckt und liebe es einfach, Masha'Allah. Muss ehrlich sagen, es ist sehr selten, jemand wie dich auf YouTube zu finden, der sich nicht einfach nur präsentiert, sondern authentisch aus seinem Leben berichtet. Ich habe natürlich auch eine Geschichte, bin Deutsche aus. Das haben wir jetzt weggeschnitten, muss ja keiner wissen genau, ne? Aber Alhamdulillah, vielen Dank. Masha'Allah, Barakallahu fiki. Weiter geht's. Assalamu alaikum, verfolge seit kurzem deine Videos auf YouTube und wollte dir einfach sagen, dass du eine super liebe Frau bist. Masha'Allah. Auch kurz, knackig, super. Es ist nicht leicht, als Mann zu weinen, denn wir sind fast immer rational. Aber jedes Mal, wenn ich mir ein Video von dir anschaue, kommen mir die Tränen. Das schrieb jetzt ein ägyptischer Mann, ne? Masha'Allah. In Deutschland informieren sich leider die meisten nur durch Medien, anstatt selbst von unseren Büchern oder selber von unseren Büchern zu lesen. Ich finde es eine gute Idee, dass du am Ende von jedem Video ein Buch empfehlst oder mache Videos von den Büchern, die du gelesen hast. Alhamdulillah. Ja, da kannst du mal sehen, ein Ägypter mit einem tollen Deutsch gibt zu, dass er weint. Also ich bin ganz gerührt. Alhamdulillah. Dankeschön. Shukran. Barakallahu fiek. Hallo, liebe Khadija. Ich wollte dir einfach mal sagen, dass du deinen YouTube-Channel hast. Danke sagen, dass du deinen YouTube-Channel hast. Ich gucke mir gerade jedes Video von dir an und bin glücklich, dass ich mich komplett mit dir identifizieren kann. Das Video mit der Heirat hat mir sehr weitergeholfen, da mein Verlobter und ich momentan auch Geld sparen, um in Ägypten zu heiraten. Ich wollte dich mal fragen, ob du mir helfen könntest, wenn ich mal weitere Fragen zum Thema Heirat habe. Liebe Grüße. Ne? Kommen ja auch solche Fragen immer wieder. Alhamdulillah. So, das habe ich jetzt einfach so rausgerissen aus dem Gespräch. Mach weiter so, bleib wie du bist, denn du bist eine wundervolle, lustige und ehrliche Person und mega sympathisch. Wenn du lachst, dann lache ich mit. Und das finde ich so toll, dann lacht sie mit. Da habe ich Gänsehaut bekommen. Viele liebe Grüße. Dankeschön. Oh, something in English. One of your most moving videos. It moved me so much that I finally decided to write a comment. I can't get enough of your videos and only found them a few months ago by, I think, accident, maybe. And I'm sure that I haven't watched them all. I feel the need to tell you that I love what you do, and your mind as is amazing as your videos. I learned to understand so much more through them. I am at a crossroad in life and you kind of guide me a little to find my way.
To everything in life, there are at least two sides, and we just have to find one that works for us, heart, body, and mind. Thank you for explaining your way so honestly and with so much care. It makes it real and not sound like forced. Brilliant, keep them coming, I will keep watching. Salam. Alhamdulillah. Sehr, sehr liebe Nachricht. Ich bin ganz, ganz, ganz gerührt. Liebe Khadija, ich finde deine Geschichte sehr inspirierend und habe total viel Spaß beim Lesen. Mir fallen da auch einige Parallelen auf zu meinem Freund. Und ich habe jetzt auch schon so viel von dir gelernt, weil der mich nämlich gerne in Fettnäpfchen tappen lässt, bis ich weiß, was sich so alles gehört und was nicht. Ich verfolge alle deine Videos und bin immer ganz aufgeregt, wenn du was Neues postest. Das Beste ist, dass du alles klar ansprichst und keine Angst hast, deine klare Meinung zu sagen. Das finde ich super stark. Du bist der Beweis, dass eine Frau, die zur Muslima wird, nicht jetzt müssen wir kurz warten, ihren Charakter verändern muss. So. Warte mal, dass eine Frau, die zur Muslima wird, nicht ihren Charakter verändern muss und in eine neue Religion zu wechseln oder wenn sie einen arabischen Mann heiratet. Danke, dass es dich gibt und dass du mit der Welt, dass du alles mit der Welt teilst. Liebe Grüße von mir. Ja, das war's schon wieder von den Kommentaren. Also ich habe noch viel mehr, aber ich wollte euch jetzt da nicht so langweilen. Ich wollte einfach mal kurz mal euch das zeigen einfach.